Hallo liebe Minecraft-Freunde, mein Name ist Ivo und heute zeige ich dir, wie du Pferde zähmst. Und auch wo du einen Sattel bzw. eine Pferderüstung herbekommst, damit du im Anschluss auf diesen reiten kannst. Um ein Pferd oder einen Esel zu zähmen, musst du nichts weiter tun, als mit freien Händen sozusagen, wie hier jetzt, auf einen, ich gehe jetzt hier mal auf den Esel drauf zu klicken mit Rechtsklick und dann auf diesen zu reiten. Der wird jetzt gleich unglücklich. Jetzt hat er mich schon runtergeschmissen. Und das musst du einfach ein paar Mal wiederholen. Und irgendwann hat er sich auch schon an dich gewöhnt. So, um dir das zu zeigen, mache ich das jetzt noch ein paar Mal. Ja, so ein Esel kann schon mal stur sein, ne? Ich denke, gleich sollten wir es... Ah, da ist auch schon passiert. Wenn du diese Herzchen siehst, dann ist der Esel in der Regel gezähmt und dann kannst du ihn auch einen Sattel anlegen. Klick mit dem Rechtsklick drauf, pack den Sattel rein und jetzt hat der Esel einen Sattel. Und jetzt kann ich den Esel sogar steuern. Jetzt kann ich die Richtung mir aussuchen, in die ich laufe. Ich kann springen. Ja. Und ich kann den Esel sogar eine Kiste anlegen, was auch noch ganz cool ist. Huch. Zack, jetzt hat er eine Kiste. Und wenn ich jetzt auf den Esel gehe und auf E drücke, dann habe ich sogar noch ein erweitertes Inventar, wo ich Sachen reinlegen kann. Ja, das ist sehr praktisch. Beim Pferd mit dem Reiten geht das ganz genauso. Bei dem Pferd hier habe ich es jetzt schon mal gemacht. Und ja, ich könnte jetzt hier auch rauf, aber wie gesagt, ohne Sattel kann ich das Pferd nicht steuern. Aber wenn ich dem Pferd einen Sattel gebe, dann... Ich muss jetzt Shift und rechte Maustaste drücken, dann komme ich in das Inventar. Dann kann ich den reinlegen und auch eine Pferderüstung dazu. Und jetzt könnte ich mit diesem Pferd auch reiten. So, jetzt mache ich mal ganz kurz Tag. Time Set 12. Ja, also wo bekommst du den Sattel her und die Pferderüstung? Das Problem besteht jetzt hier in Minecraft, diese beiden Items kannst du nicht craften. Das heißt, du kannst sie nur finden. Einen Sattel zum Beispiel kannst du aber auch kaufen, wenn du in ein Dorf gehst. Da gibt es sogenannte NPCs oder Dorfbewohner. Da gibt es ganz, ganz verschiedene. Da gibt es zum Beispiel Bauern, da gibt es Schmiede. Hier habe ich jetzt mal den Gerber. Und der Gerber, wenn du ein bisschen mit ihm handelst, dann wird er dir irgendwann hier diesen Sattel anbieten und dann brauchst du nur noch Smaragde und dann kannst du hier so einen Sattel kaufen bei dem. Mit der Pferderüstung, na, da wird es schon ein bisschen schwieriger, die kannst du nämlich nicht kaufen. Die kannst du in Dungeons finden, in irgendwelchen Caves oder auch in Minen und meistens kriegst du aber auch dort einen Sattel, den du finden kannst. Ja, in Netherfestungen gibt es das auch. Also einfach mal in den Höhlen und umgucken. Und wenn du dort irgendwo eine Kiste siehst oder ein Minecart mit einer Kiste drin, dann wirst du das dort finden. Ja, im Großen und Ganzen war es das auch schon, was es zu den Satteln zu sagen gibt. Und dann würde ich sagen, wünsche ich dir viel Spaß. Und wenn dir das Video gefallen hat, lass doch ein Like da oder gib mir ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich bald wieder. Also bis dann. Ciao.